Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück bei einer neuen Folge Raft. Ich musste mich hier wieder hochretten, weil ich habe ja das letzte Mal hier hinten die Folge beendet. Und um die Ecken war ja so eine komische Ratte und ich konnte die Folge nicht schnell genug wieder starten, die nächste, weil die kam nämlich auf mich zu. Deswegen habe ich mich nochmal in Sicherheit gebracht. Setze aber jetzt wieder meinen Helm auf und renne jetzt rein. Die patrouilliert, glaube ich, nämlich ein bis hierher. Teilweise. Und die hat mich dann ein paar Mal böse angenagt. Aber jetzt geht's weiter bei der nächsten Folge. Ich hoffe, das größte Chaos ist jetzt vorbei mit diesen Dingern. Ich mag diese Rätsel wirklich nicht. Wenn ihr wüsstet, wie lang die letzte Folge wirklich war. Wenn ihr wüsstet. Ja. Kann ich nichts machen, ne? Das sehe ich richtig. Oben wartet jetzt ja bestimmt wieder. Muss ich mich da hoch treiben lassen? Ach, die ist jetzt aufgegangen. Oder? Muss ich mich da hoch treiben lassen? Oder geht's da wohin? Frage für einen Freund. Nee, hier ist, glaube ich, einfach nur, dass da Wasser kommt, ne? Glaube ich. Hier hast du so ein kleines Ding, wo Luft ist, aber hier ist nichts. Ein kleiner Luftschacht. Und hier weiß ich nicht, ob man durchkommt. Doch kommt man. Wird auch alles geflutet. Waren wir hier schon mal? Ja. Aber. Ging da jetzt irgendwelche Türen auf, die vielleicht noch zu waren? Hier kamen wir her. Oder? Plantation. Ach Gott, hier ist dieser Scheißraum. Weiß echt nicht mehr, wo ich war und wo ich hin muss. Das ist so schlimm. Auch kurz Luft. Ich habe bestimmt dann irgendwas vergessen. Kann ich. War hier oben noch was? Weiß es nicht mehr. Jetzt weiß ich zumindest wieder, wo ich bin. Aber hier oben. Ich glaube, ich habe keine Tür geöffnet. Hier war eine, weiß ich, die war zu, oder? Ja. Die müsste immer noch verschlossen sein, eigentlich. Ja. Wir müssen irgendwo hinkommen. Wir müssen irgendwo zu dieser Plantation oder wie das Ding heißt. Und hier kamen wir her, ne? Hier kamen wir von vornherein her. Huch. Okay, nee, dann müssen wir wieder hier runter. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich noch war. Also wo ich schon war. So, pass auf, wir sind hier runter. Und bin ich hier durch. Dann ist hier die Cafeteria. Storage Area, Generator. Da müsste das ja mit den Dingern gewesen sein. Genau, hier war das. Jetzt kann man auch drüber schwimmen. Okay. So
konnte es obendrauf laufen gerade. Genau, hier war das. Plantation. Was? Meine Flossen sind kaputt. Merkt man. Mag keine Labyrinth. Labyrinth. Ich war doch irgendwo hier. Kann ich irgendwo hier? Nee, das ist einfach nur zum Luft holen. Kann ich jetzt eigentlich Surface Access? Kann ich hier hoch oder ist hier einfach nur... Nee, hier ist einfach nur das gebrochene Rohr. Nee, ich kann doch weiter hoch, oder? Nicht? Kann hier nicht weiter hoch? Schade. Das wäre meine einzige Lösung jetzt gewesen. Wo ich hin muss. Aber ich denke mal, da die Tür zu war, müssen wir doch irgendwo hier hin bestimmt. Aber hier sind wir dann wieder hier. Hier komme ich nicht durch. Hier war die Küche, in der ich mal kurz Luft hole. Da hinten war keine Tür, wo ich hätte reingehen können. Ging hier was auf? Hier ging es ja wieder hier rüber und hier ging es in die Kantine. Boah, ich bin gerade echt verloren. Mir dürft ihr keine Labyrinth-Games geben. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Entschuldigung, wenn ich in solchen Folgen immer total ruhig bin, aber ich muss mich wirklich konzentrieren. Möchte gerne da oben hin. Aber hier ist auch keine weitere Leiter, die irgendwie hochführt, ne? Kann ich nicht aufmachen. Müsste die vielleicht aufgehen? Soll ich mal speichern und neu laden? Speichern mal ganz kurz. So. Ich lade ihn gerade wieder. Oder wir müssen uns nochmal genau umgucken. Genau umgucken. Du kannst dein Floß mit dem Bauhammer erweitern. So, hier war's, oder? Hier. Nee. Die Tür geht nicht auf. Okay, pass auf. Wir müssen noch mal genauer. Wir müssen ja irgendwie hoch in die City. Das heißt, wir müssen irgendwo eine Leiter finden. An der Leiter geht es ja nicht hoch. Oh, hi. Ich kann... ich konnte hier reingucken. Leiter. 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 Geht es hier irgendwo weiter? Nee, na, hier sind ja nur so kleine Schächte. Ey, zum Glück gibt es solche Luftschächte. Was macht mein Atemgerät? Weiß nicht, ob ich hier ohne Atemgerät durchkommen würde.
Aber hier steht Plantation. Wo komme ich denn hier zu Plantation? Ja, hier ist eine Leiter, ja. Aber das ist ja die Leiter, auf der ich vorhin schon war. Da oben ist eine Tür offen. Plantation. Ach, Leiter. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Danke. Mag dich auch. Ja. War der vorhin auch schon da? Mach die mal raus. Ich weiß nicht. Ist das okay? Ich mach sie mal kurz weg. Vielleicht brauche ich sie nachher ein bisschen dringender. Kann ich heute irgendwas machen? Nö. Storage Area. They're screaming upstairs. After the captain opened fire on the rafters, a damn riot broke out. Some supported Tully's orders, others really did not. A smaller raft made its way into the water entrance. But there was only a kid on board. His parents were sick, I think. Poor boy isn't saying much. Tangaroa's a lost cause. We're getting out of here. Andere Seite. Andere Seite. Das war nichts. Ich dachte, das war eine Tür. Sojabohnen. Es bringt nichts, weil ich schon voll bin. Ich müsste nur die da weiter essen. Okay. Das sagt mir auch noch was. Nee, hier ist Licht an. Das ist mit Licht genauso wie ohne. Okay, also wir müssen, wenn es weg ist, von Ding zu Ding hüpfen, nehme ich mal an. Nur die Frage ist, wo muss ich hin? Die Frage ist, wie viel Schaden macht es, wenn ich mal nicht. Könnt erstmal hier hin hüpfen und dann hier so rüber, oder? Ich hier irgendwas machen? Hier ist verschlossen. Elevator, Surface Exit. Hier durch, ja? Kann ich hier drauf stehen? Beziehungsweise ist hier noch was, was ich mitnehmen muss? Nee, ne? Was ist denn das hier? Bin neugierig. Nichts, einfach nur kleine Böhme. Lana Barme. Aber. Tankerower Premium. Muss hier hoch, hä? Oh. Klebeband ist bestimmt ein Teil, was ich irgendwo brauche. Hä? Die Maus ist schon wieder so nah an der Tastatur. Muss ich hier mit irgendwas fixen? Bei den Kabeln oder so? Sieht hier jemand irgendwas? Vorne sind Erdbeeren, wie ich das sehe. Ach, hier ist was. Erdbeere. Erdbeersamen. No. Aber der ist kostbar. Wir dürfen uns den nicht klauen lassen. Kann ich hier stehen oder bekomme ich Aua? Oh, ich brauche dreimal Klebeband. Oh, hi. Ja, warte. No, 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 no!
The entire ecosystem is ruined. I've warned Captain Dooley about this for weeks now. My contract doesn't allow me to tell anyone else, and it's eating me up inside. The banana plants won't bear nearly enough fruit, not to mention the infestations. We'll be starving by the end of the year, if not sooner. Schön ins Wasser schmeißen, wo es gerade Bananensamen. Oh, Bananen. Banane wäre jetzt was, wo ist denn das hingefallen? Ich kann doch hier gar nicht. Okay, pass auf. Wir müssen bestimmt. Ist hier hinten irgendwas? Bestimmt, oder? Sonst würde es da nicht hingehen. Da gucke ich gleich hin. Nee, hier ist nichts, ne? Dann für später vielleicht, dieser Aufzug. Oh. Nee. Hier ist nix. Erdbeeren. Ist hier irgendwas? Have gone quiet. Security team still going patrols in their ridiculous golf carts trying to keep some semblance of order. I heard the rafters let loose some type of rat. Oh, and they strapped tasers on all the butler bots. It's like some kind of dumb guerrilla war upstairs. We're fixing up a boat, but there's no engine. The raft kid thinks we could take one of the golf cart engines. It's not a bad idea. Captain Tully and the investors are still up in the tower. I say, leave them there to rot. Nochmal 3 Klebeband. Konnte die ja nicht mitnehmen, die ich da verbraucht habe, wahrscheinlich, ne? Aber ganz schön viel, wenn du dafür 3 komplette Klebebände brauchst. Bänder. Oh, das war risky. Bekomme ich die hier nochmal? Oh, hi. Ich will mal gucken. Bekomme ich hier noch Klebebände? Sag mal Bände. Klebebänder. Warte mal. Weil ich habe keine mehr gefunden, aber dann bin ich ja jetzt halt schon oben. Spawnen die nach? Moment. Oder muss ich da später nochmal runter? Muss ich da später vielleicht noch mal runter? Weil hier lagen ja keine mehr. Ne, die spawnen nicht nach. Vielleicht muss ich da später nochmal her. Behalte es nochmal im Blick. Ich behalte es nochmal im Hinterkopf, dass hier noch was ist. Dann wäre es eigentlich. Oh, ich kann halt echt nichts mehr nehmen, ne? Sind aber auch keine Klebebänder. Also hier unten müssen wir auf jeden Fall nochmal runter, wenn ich weiß, wo es runter geht. Und dann kommen wir jetzt da oben an. Jung. Cheeseburgers. Cheeseburgers. Verstehe ich ja jetzt erst. Konnte man diese Dinger auch mit Pfeilen töten? Weiß nicht, welche Pfeile ich ausgerüstet habe.
Konnte ich hier drüber schießen? Oh. Da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer. Was habe ich? Die spawnen, glaube ich, nach, oder? Kann das sein, dass man mit denen die Türen aufmachen kann? Hat doch hier irgendwo einen Pfeil verschossen. Wo ist denn der hin? Sieht denn jemand? Oder war das hier? Weiß es nicht mehr. Okay. Aber dann habe ich mir den Metallpfeilen geschossen. Deswegen waren die auch so schnell tot wahrscheinlich. Kann ich hier irgendwo eine Tür aufmachen? Bestimmt nicht die Tür meinem Boot, oder? Das wäre viel zu schön, um wahr zu sein. Natürlich nicht. Ich weiß auch nicht, wo mein Boot ist. Warte mal, ist hier... Moment. Wieso steht der da noch? Oder bist du neuer? Au! 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 Das war ja voll fies. Bist du respawned? Die stehen da einfach und der kommt wieder zu sich. Das sehe ich ja jetzt erst. Ging der vorhin nicht weg? Weiß nicht. Aber es muss doch hier dann noch rausgehen, oder? Warte mal. Du bist bestimmt noch nicht nachgespawnt, ne? Dann kann ich mal an dir vorbeilaufen, weil ich müsste mal dringend zum Boot ausladen. Und ich würde ganz gerne hier am Tag rumlaufen. Hier ist mein Boot. Los. Mein Floßboot. Dann komme ich doch auch hier wieder rein, oder? Oder kann man hier hochlaufen, dieses Ding? Guck mal, das geht sogar ins Boot rein. Habe ich gut geparkt, ja. Und ich habe doch gesagt, die haben wieder alles leer gepflückt. Die Gauner. Wenn man halt so lange nicht da ist. Und der Fisch ist wieder da. Ich höre ihn schon. Klick das jetzt mal hier rein. Das da forsche ich schon mal. Wo war der Forschungstisch? Wo hatte ich den Forschungstisch hingestellt? Hier hinten, ne? Ich hab's gehört. Also wir müssen dann auch... So, habe ich das noch nicht gelernt oder habe ich das jetzt... Nee, das habe ich jetzt erst gefunden, oder? Wasserrohr. Wolltest du sagen? Habe ich das auch nicht gelernt. Warte mal, die letzten Baupläne habe ich alle in die Kiste hier. Ich hau dann jetzt auch einfach mal mit dazu. Ich muss den nicht aufheben, aber ich hau den jetzt einfach mal mit rein. Ich habe, glaube ich, Schrott. Holz hätte ich nicht mitnehmen müssen, aber hey. Das kommt da rein. Ich würde mir ganz gerne... Wir haben ja einen Bolzen hier. Ich glaube, die waren Metallbarren, ne? Waren Metallbarren. Ich würde mir ganz gerne noch eine Stirnlampe bauen. Nee, es war Schrott und Kunststoff. Eigentlich nur Schrott und Kunststoff und halt die Barren. Und da dazu brauchst du eigentlich nur Seil und Schrott. Das ist eigentlich okay. Wenn wir uns schon einige machen. Ich hab's halt immer gerne hell. Warte. Ich habe halt nicht mehr viel. Ich mache mir jetzt erst noch mal zwei. Oder mach mal drei. Ich habe halt nicht mehr viel Kupfer. Also jetzt hat noch einen Kupferbarren. Stirnlampe. So. Lass es hell werden. Habe ich jetzt noch irgendwo meine Flossen?
Quatsch. Aber Futter reicht eigentlich. Na, ich dachte, ich werde mehr brauchen, aber bisher, also fast nichts verbraucht. Ist eigentlich schon cool. Ja, das da ist halt jetzt ein bisschen. Weißt du was? Ich pflück das alles mal. Das sehen wir dann wieder an, wenn. Ja, das kann ich mal aufnehmen. Das sehen wir dann wieder an, wenn ich zurückkomme. Weil sonst ist einfach zu viel weg. Sonst klauen die mir zu viel. Ich meine, da vorne war okay. Da vorne haben sie mir nur Kartoffeln und rote Rüben geklaut. Und das ist jetzt nicht so tragisch. Das kannst du mit hier reinhauen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich hau die Samen jetzt einfach mal hier rein. Da war Ananas. Wo hatte ich denn die anderen Samen? Hatte ich die irgendwo extra? Ich weiß es nicht mehr. Ich hau den einfach mal kurz mit hier rein. Ich bin noch irgendwo, nur ich weiß gerade nicht wo. Machete habe ich gelootet. Die kannst du eigentlich mal kurz rausmachen. Hallo? So. Das sind die drei Dinger. Das kannst du mal kurz wieder anziehen. Flosse hast du ja nicht mehr. In der ist fast noch mehr drin. Wie in der. Müssen wir nochmal tauchen? Müssen wir nochmal tauchen? Komm, ich lass die mal da. Wir können ja immer wieder raus. Nee, ich habe doch mit denen geschossen, oder? Nee, ich habe mit denen geschossen. Da sind wenige da, ja. Okay, perfekt. Dann schlafe ich jetzt mal. Wenn ich schlafe, sind meine Dinge wieder im Keller. Aber das ist in Ordnung. Wie weit das einfach reingeht. Guck mal. Ein Schlauchboot. Meine Werte sind gar nicht im Keller. Ich dachte, die wären im Keller. So, und dann gehen wir jetzt wieder rein. Habe ich alles? Ich muss kurz mal gucken, was der Hai gemacht hat. Hier vorne logischerweise nichts, weil da ist es am Ding. Hier hat er ein Ding weg. Ja, nur das eine ist schon in Ordnung. Ist okay. Komme ich da jetzt wieder von hier unten bestimmt noch? Das darf ich kurz hier rüber? Den Geschehen? Komme ich da jetzt wieder hoch? Ja. Okay, gut. 28 Minuten. Ich wollte sagen, neuer Tag, neues Abenteuer, neue Folge. Aber ich kann noch nicht bei 28 Minuten Schluss machen. Kennt man sich hier drin eigentlich irgendwie aus, dass man alles mitgenommen hat? Was ist denn hier schon wieder? Warum kann ich hier hochspringen? Ist hier irgendwas? Wieso geht's hier hoch? Und ich muss gucken, wo diese Roboter sind. Hallo? 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 Hier wird man paranoid in dem Ding. Weil überall Roboter. Verbrauchen sich die Schlüsselkarten? Mein Spiel hat gerade. Warte mal, ich speichere mal kurz. Als ich gerade T gedrückt habe. Ah, jetzt. Okay, gut. Oh. Ich dachte, mein Spiel hat sich gerade kurz verabschiedet. Ich habe noch zwei und ich habe. Die verbrauchen sich, oder? Da geht's zu den. Ein Aufzug, dein Ernst? Komm doch nie wieder raus. War ich vielleicht auf der Null? Wieso sind das drei verschiedene Dinge? Ist das ein Bug, dass das nicht hier reinkommt?
ist das ein Bug, dass das nicht hier reinkommt? Hallo? Kann dich nicht. Jetzt. Okay. Das war aber fies, dass das hier gleich wartet. Hallo? Oh, sieht es schön aus hier. Sieht gemütlich aus. Voll schön. Ach, guck mal eine an. Da ist ein Roboter. Ich weiß jetzt schon immer, von welcher Seite ich kam. Bin ich hier rum und hab hier aufgemacht? Das werden wir schon alles rausfinden. Spätestens, wenn kein Loot mehr da ist, weiß ich, dass ich in einem Gebäude schon mal war. Und es sieht hier alles voll schön aus. Okay, auf dem Dach zu gucken, sieht es nicht so schön aus. Hier liegt ein Kunststoff. Aber ansonsten, hier ist Cheeseburger. Cheeseburger. Ich kann es nicht mehr richtig lesen. Ich muss immer an Cheeseburger denken. Oh. Haben sie schon gut gemacht. Haben sie gut gemacht. Oh, voll die schöne Badewanne. Noch ein Klebeband. Voll die schöne Badewanne. Erstmal neu geküpft. Hier war ja nichts weiter, ne? Und hier ging es jetzt auch nicht mehr wirklich irgendwo hin. Mit irgendeiner. Hier ist. Wie generieren die hier eigentlich Sauerstoff? Haben die oben ein Loch drin? Wer war denn hier paranoid? Hallo? Mein Bogen ist bald kaputt, sehe ich gerade. Ich hätte den Bogen reparieren sollen. Oh! Ein schönes Eckchen hier. Und ein schönes Regal. Bin neidisch. Warte. Ein Steinpfeil, eine Kokosnuss. In Papier eingewickelt. Da ist unser Floß. Oh Gott, ist denn draußen irgendwie ein komischer Wellengang? Ja, schon wieder eine Möwe. Können sich mal oben in die Nester reinsetzen. Und unsere Tiere haben nichts mehr zu futtern. Wir sollten das noch ein bisschen breiter machen, fällt mir gerade auf. Das ist so schmal. Ich glaube, das dürfte noch ein bisschen breiter. Allgemein. Oh mein Gott, sind das viele Stockwerke. Wir brauchen hier lange, glaube ich. Werden ein paar Folgen. Hier ist kein Klebeband. Klebeband auf dem Klo. Hier war es, ne? Und dann war es hier. Man hört immer diese Fahrstuhlmusik. Oh moin. Hallo. Pizza ist da. Auch eine coole Aussicht, während man badet. Hier ist kein Klebeband. Die andere hatte Klebeband im Bad. Oh, da ist ein Künstler. Oh, voll schön. Der hat die Kuppel gezeichnet. Okay, da geht's raus. Eine Wassermelone und Schrott. Kann ich nicht mitnehmen. Auch eine Seife. Muss ich hier rüber hüpfen? Ich habe kein Zahnrutschenwerkzeug dabei. Das muss ich dann noch holen. Dazu muss ich aber wissen, dass ich nochmal hier rein muss.
Kann ich das mit irgendwas markieren, Nina? Verkaufsautomatenmarke. Oh Gott, das ist ja gefährlich. Das ist doch bestimmt so gemacht, dass man hier irgendwo rüber hüpfen soll, oder? Ich fall runter. Ich sehe das. Oh, guck mal, wir haben drei Klebebande. Klebebänder. Verkaufsautomatenmarke. Aber die habe ich ja nicht in meinem Inventar, ne? Die ist es ja einfach so. Die ist dann wahrscheinlich hier drin. Ja. Wir könnten mit den drei Klebebändern jetzt schon mal runtergehen und das machen. Nur ich weiß nicht, ob ich die vielleicht zuerst hier oben brauche. Die Leute hier können auch hier reinspingsen. Wassermelone und Schrott. Dann hätten wir dieses Haus, ne? Der Aufzugmusik. Auf die Stockwerke kann ich ja nicht. Da könnte ich vielleicht nur rüberhüpfen. Weiß aber nicht, ob ich da rein muss. Okay, merken wir uns, dass wir in diesem... Wir waren in Cat Cosmetics. Cat Cosmetics. Also, ich schaue einfach mal immer, was da dran steht. Ich würde mir ganz gerne, weil wir jetzt noch hier sind, noch einen Bogen machen. Was braucht denn der Bogen? Müssten wir alles haben, ja. Was war es nochmal? Seil und Planke. Meine armen Tiere. Die sind so lange ohne mich. Ich habe zwei Metallbahnen auf und gegabelt. Wo habe ich die her? Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich da zwei Metallbahnen irgendwo gelootet habe. Okay, und den dann nehme ich dann für nachher. Die können ja nicht sterben, wenn sie... Noch sind sie nicht hier traurig. Ach, es regnet. Aha, es regnet. Deswegen. Alles klar. Dann würde ich aber sagen, hüpfe ich in die nächste Folge, mache hier mal Schluss und dann sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich werde es jetzt alles nacheinander aufnehmen, weil sonst weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich sollte mir jetzt irgendwie aufschreiben oder so. Aber ich werde jetzt die ganzen Folgen hier bei dieser Kuppel hintereinander weg aufnehmen. Das heißt, ich kann leider auch auf keine Tipps eingehen, die in den Kommentaren kommen werden. Ich hoffe einfach, dass ich das dann alles haben werde. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit vorbeischaut und ich werde kurz mal mein Boot reparieren bzw. die vielen Dinger hinmachen, weil ich glaube, ich höre schon wieder Hai gekautert. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Ciao.